Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise zu einem neuen Let's Play eigentlich, denn ich dachte mir irgendwie, die Flight School, die kam ja heute raus mit dem Patch 1.16 und ich dachte mir, ich könnte daraus einfach mal ein Let's Play machen, weil die bestimmt relativ cool ist. Und ich dachte mir, ja, das sind ja glaube ich 12 Solo-Missionen und ja, da würde ich einfach sagen, ich mache 6 Folgen, werden wahrscheinlich nicht so lang werden, die Folgen, aber mache einfach immer 2 Missionen und ja. Gut, dann fangen wir mal gleich an. Ich denke nicht, dass sie so lang werden werden, also nicht so lang werden die Folgen. Ich hoffe, die Qualität stimmt auch, weil es jetzt ja das erste Mal, dass ich mit der Elgato Stimme mit aufnehme und Außenlooping. Und ich versuche oder ich hoffe, dass die Qualität gut ist. Ich werde sie natürlich noch verbessern, ein bisschen dran rumtunen und so, aber für die erste Folge wird es hoffentlich reichen. Okay, sieht nicht so schwer aus. Okay. Oh, das macht. Erinnert mich an San Andreas. San Andreas habe ich ja auch gezockt. Das ist relativ cool eigentlich. Flugschule hat auch richtig Spaß gemacht mit falschen Fliegen und so. Und ich würde das auch machen. Okay. Ist jetzt nicht so schwierig. You can level it out now. Hey, Cadidian, you ain't as dumb as you look, sound or smell. Now try a second outside loop, passing under the bridge, right there. Exakt unter der Brücke. Okay, das ist ein bisschen schwerer schon. Go, outside loop, take you under the bridge. Für so ein Fliegerass wie mich, ne? Top Gun lässt grüßen, das ist schon klar, ne? Spaß. Jawohl, Gold. Die erste Mission haben wir schon geschafft. Ja, ich glaube, das wird nicht so lang. Ich dachte, ich mach's einfach mal cool. Weil ich dachte, da kommen bestimmt ganz coole Sachen. Hab da irgendwas gelesen mit, oh, 11.000, nicht schlecht. Hab da irgendwas gelesen, glaube ich, mit, wie heißt es nochmal? Also so Kunstflug so ein bisschen, dass du in Reihe fliegst. Also so in genau Informationen, das wollte ich sagen. Und Triebwerksausfall. Oh cool. Dann den Multijet mit einem Triebwerksausfall. Oh, das hört sich cool an. Vor allem jetzt sieht man auch die neuen Flugzeuge, die heute dazu kamen. Das sind ja drei, zwei Stück und ein Heli. Ja, das kenne ich. Das ist nicht so schwierig jetzt. War es zumindest sonst nicht. Ich denke, das schaffen wir mal. Der Millijet. 16 Leute passen da rein. Nicht schlecht, das Teil. Sieht hübsch aus. Okay, sanft. Cool, also Triebwerk gehen. Ach, das wird schon gehen. Machen wir einen kleinen Sturzflug. Und dann gleiten wir. Ja. Piep, 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 piep. Nicht schlecht. Aber das schaffen wir locker. Locker, easy going, Junge. Oder? Oh fuck, okay, vielleicht auch nicht. Scheiße. Wir sind ein bisschen zu langsam. Oh fuck. Oh fuck. Scheiße, okay. Okay, doch irgendwie nicht so einfach. Shit. Ja, hab ich ein bisschen drüber lächerlich gemacht, schon wirst du bestraft. Naja, egal. Dann wirst du gleich nochmal. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, wir würden. Das wäre nicht. Spin-Chronik zu. Ja, okay, vielleicht geht's so easier, wenn wir so fliegen. Nicht so Sturzflug. Ja, okay, so klappt's, glaube ich. War die erste Taktik nicht so gut. Ja, das sollten wir eigentlich locker packen. Auch mit einem
Looping! Nein, es ist kein Looping, es ist ein Zeitwert. Bis zum Ende? Ach, ich muss bis zum Ende schaffen. Okay. Egal, das sieht nicht so schwierig jetzt aus. Zumindest haben wir es schon mal auf die Landebahn geschafft. Ach cool, da vorne steht sogar schon Verstärkung und aufgesetzt. Doch, ist doch easy. Oh fuck, jetzt muss ich aber auch... What the fuck? Hä? Scheiß, der bremst gar nicht. Oh, die fahren mir hinterher, das ist geil. Ha, cool gemacht. Na fuck, aber ein bisschen zu weit. Oh, shit. Nee, Leute, hier, nee, ne? Das machen wir nicht. Wir machen Medaille Gold. Sonst wäre die Folge ja auch viel zu schnell zu Ende, ne? Nee. Ach so, ich wusste... Okay, ich habe das gerade ein bisschen nicht so ernst genommen. Wir müssen perfekt in einem Teil landen, okay. Das machen wir nochmal. Das kriege ich hin. Oh, falsche Verfolgen. Oh, lol. Das hört sich nice an. Ja, müsst ihr mal nächste Folge unbedingt einschauen, ne? Obwohl, ich könnte vielleicht auch eigentlich 3 Missionen machen. Mann, ja. Ja, ich denke, ich mache 3 Missionen, mache ich einfach 4 Folgen. Das reicht ja. Geht ja total schnell. Okay. Yep, mache ich. Also perfekt da drin landen, das schaffen wir, denke ich. Das Problem ist einfach, dass man auch nicht bremsen kann. Normalerweise bremst er ja auch mit den Turbinen. Wenn er den Rück... Ich weiß gar nicht, wie man es nochmal nennt. Okay, warte mal. Umkehrschub oder so nennt man das, glaube ich. Okay, warte mal, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit rollen. Wir rollen noch eine ganze Weile. Aber warte, das könnte hinkommen, ja. Okay, sieht nicht so schlecht aus. Aber vielleicht sind wir jetzt zu... Nee, oh, fuck. Okay, ja, doch, sieht ganz... Ja, sieht sehr gut aus, ja. Komm schon, Brems. Jawohl, sehr schön. Ja, ich mag den Sprecher, der ist cool. Das haben die nice gemacht. Ja, 3,57 Meter, ach, geht besser, ne, geht besser. Aber egal, würde ich sagen, machen wir noch eine Mission. Machen wir einfach immer 3 Missionen, dann habe ich 4 Folgen, das ist auch okay. Könnte man eigentlich auch alles in einer Folge machen, aber habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. So, falsche Verfolgen. Ja, klar, los. Okay. Komm schon, du schaffst es. Ja, wie cool, er jetzt auch so zittert. Oh fuck, okay. Jawohl, geschafft, sehr schön. Boah, das fand ich aber cool, wie der so draußen stand, so gezittert hat. Wie jetzt echt, wenn er den Fallschirm nicht kriegt, stirbt er. Das ist auch cool gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gescheit hinkommen. Aber das ist eigentlich nicht das Problem jetzt. Okay, öffnen. Ja, wir haben auch sehr schön. So, jetzt bringen wir runter, runter. Gehen auf die Landeposition und das sollte Punktlandung werden. Und das... Ach, wird eine Punktlandung fast. Was? Nein! Ach, kacke, okay. Wir waren ein bisschen zu schnell. Egal, machen wir nochmal. Machen wir nochmal auf Gold, auf jeden Fall. Würde ich sagen. So. Okay, das Geld ist gut. RP ist ein bisschen billig, aber gut. Ja, ansonsten, was kann man noch erzählen eigentlich? Das Update kam heute raus, 1.16, mit der Flight School, mit den 3 neuen Landungen in der Stadt. Ah, cool. Ja, es gab diesen Millijet mit 16 Leuten passen rein, habt ihr ja gerade eben gesehen, und diesen Benzra,
den ich auch schon im Video gezeigt habe. Das ist so ein cooles Stuntflugzeug, das gefällt mir auch richtig gut, der ist auch relativ schnell. Ziemlich schnell, würde ich sagen. Okay, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich ihn kriege. Ja. Und noch zwei Wagen gab es ja noch und glaube ich Swift heißt der Helikopter, der dazu kam. Und ja, den Heli habe ich mir noch gar nicht angeschaut, den Minijet haben wir ja gerade eben gesehen. Und die zwei Wagen, ja, die beeindrucken mich jetzt nicht so sehr, also sie sind relativ alt, sehen trotzdem relativ cool aus, so richtig, so wie so von Top Gun so ein Wagen, weiß nicht, ob ihr kennt, so 70er oder 80er, ich weiß nicht genau. Aber ja, sind halt okay, nicht so mein Typ, aber ganz cool, hier können wir jetzt schaffen, das jetzt schaffen. Nein, nein, och, lauf doch nicht so weit, wetten schon wieder Silber. Mit Bronze. Alter! Ey, Junge! Warum läuft der denn nochmal 5 Meter? Ist der behindert? Ich stand perfekt auf dem Punkt, der läuft nochmal 10 Meter. Mann! Ja, wir probieren es noch einmal. Yes, yes. Okay, die Folge geht jetzt bestimmt schon 10 Minuten, also geht schon normal lang eigentlich soweit, aber egal, wie gesagt, wir wollen alles auf Gold haben. Und das werden wir auch. So. Und los. You see the parachute? Jump after it. Angle your body to fly through the air quicker. You'll be able to travel further horizontally if you slow down. Yeah, but try to anticipate the parachute's position and meet it. Okay. You got it. Open the chute when you're ready. Now, so, jetzt versuchen wir ein bisschen irgendwie nicht so mit so viel Schwung, damit er nicht so weit läuft. Oder ich lande halt weiter hinten und damit er noch ins Ziel rennt, aber. Mal schauen. Die anderen Missionen sind bestimmt richtig cool. Also an sich so ein Fallschirm mit der springen ist schon witzig gemacht, echt. Oh, jetzt versuchen wir es nochmal hier. Ja, lass mal Fallschirm abwerfen einfach über dem Ziel. Geht bestimmt auch. Okay, jetzt muss er nicht zu schnell werden. Also ein bisschen abbrennen. Okay, jetzt muss man wieder. Wehe, du läufst jetzt wieder 10 Meter. Wehe. Bleib stehen! Nee, nein! Mann! Okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann belassen wir es einfach bei Silber. Sonst geht die Folge zu lange. Das gibt's doch gar nicht, echt. Na, sorry, dass ich jetzt so fail. Ist ein bisschen peinlich irgendwie. Aber irgendwie? Keine Ahnung. Der Spaß läuft doch noch 10 Meter. Egal wie sanft ich versuche anzufliegen oder so weiter. Ist das die dritte Mission? Verdammt. Aber egal. Ja, komm schon, du hast jetzt schon dreimal geschafft. Du willst es auch nochmal schaffen. Jetzt stell dich nicht so an, Junge. Also einfach mal ihn einfach, also weiter hinten zu landen, damit er einfach reinrennt. In die goldenen Bereich da. Okay, öffnen. Und jetzt das vierte Mal, glaube ich, oder das dritte Mal, bin mir gar nicht so sicher. Versuchen wir nochmal unser Glück. Jetzt landen wir mal ganz äußersten Ring. Und los, Marathonläufer, tu es. Jawohl, perfekt. Punktlandung. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen berechnen dabei, wenn er das macht. Aber gut. Sehr schön, Flug schon bestanden, haben doch alles auf Gold. Das freut mich, auch wenn ich jetzt ein bisschen gefailt habe. Aber vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Lasst mal ein Like da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Oder ein Kommentar, ob es euch gefallen hat. Ansonsten, die nächsten Folgen werden die nächsten paar Tage kommen. Also vielen Dank fürs Einschalten. Könnt ihr mal auf meinem Kanal vorbeischauen, falls ihr mich nicht kennt. Und ciao, bis zum nächsten Video.